Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahn Job Lübbe. Wir haben lange gewartet, endlich ist sie da, die Baureihe 211 von Pico. Und ich habe es mir nicht nehmen gelassen, ich bin sofort auf Lager gegangen und habe uns eine geholt, ein Soundmodell, die Artikelnummer 52322, also Gleichstrom, voll ausgestattet, und die werde ich Ihnen heute einmal ausführlich vorstellen. Erstes fangen wir mal an auszupacken. Das Modell wird ganz normal in einer Expert-Verpackung geliefert. Darunter versteckt sich die Lokomotive. Die steht hier auf einem kleinen Standbrett, ist aber nicht festgeschraubt. Und was wirklich gut ist hier, man kann das sehen, Pico hat auch eine Markierung gemacht, wie rum man die Lok richtig einpackt. Man kennt das ja, diese Blister sehen von oben alle gleich aus. Und bevor man bei solch filigranen Modellen was beschädigt, so eine Markierung gar nicht verkehrt. Die Lok ist nicht festgeschraubt, obwohl es hier so aussieht. Es gibt so zwei kleine Haltebolzen, die einfach unten in die Lok mit reingesteckt werden. Dann können wir die Lok einfach ausheben. Natürlich ist nicht nur die Lok in der Verpackung, sondern wir haben noch die Anleitung dabei, ganz umfangreich, Ersatzteilblätter, Betriebsanleitung. Da können wir auch die Soundfunktion nachlesen, was sich auf welcher Taste befindet und so weiter. Meldet sich natürlich auch von selber an, aber dazu kommen wir gleich noch. Die V100 wurde im Original 1961 gefertigt und 1968 wurde dann die V100.10, so wie wir sie hier haben, in die Nummer 211 umnummeriert. Diese ist dann geeignet für den leichten Reise- und Güterzugverkehr, weil diese auch eine Dampfheizung an Bord hat. Wir haben einen 1100 PS Motor von Mercedes und Maybach, je nachdem, was verbaut wurde. Es gab auch teilweise MAN-Motoren, die wurden aber relativ schnell dann wieder ausgemustert. Und diese Lok fährt maximal 100 km/h Spitze. Das war für den früheren Reisezugverkehr der 211er mehr als ausreichend. Von 1970 bis 1979 gab es dann vermehrt Schäden an den Motoren. Und die defekten Motoren mussten ausgetauscht werden. Dafür wurden die von der Baureihe 212 eingebaut mit 1350 PS. Diese hatten aber auch andere Getriebe, deswegen waren die Getriebe der 211 nicht für die stärkeren Motoren ausgelegt und mussten dann gedrosselt werden. Oder es gab einen Getriebetausch, so wurde aus mancher 211 dann eine 212. Die Baureihe 211 beziehungsweise die ganze V100-Familie wurde irgendwann um 2001 ausgemustert. Sie ist aber heute auch noch im Bauzugdienst anzutreffen, weil man einfach mit dem Mittelführerstand eine wunderbare Sicht hat auf den ganzen Zug. Das zeichnet diese formschöne Maschine aus. Wer noch mehr Infos haben möchte zum Vorbild, der kann sich gerne einmal unseren Blogbeitrag durchlesen. Den werden wir unten einmal verlinken. Da haben wir nochmal die gesamte Geschichte auch von der 212 mit aufgeschrieben. We'll be right back.
Aber jetzt zum Pico-Modell. Dieses Modell wiegt 288 Gramm. Wir haben zwei Haftreifen versetzt montiert. Einer ist hier und einer ist hier. Und deswegen hat sie auch ordentlich Zugkraft. Sie ist hoch detailliert. Man erkennt zum Beispiel die Nieten an den Türen wunderbar. Wir haben sehr, sehr filigrane Drehgestelle. Da muss man achtsam sein beim Aufgleisen. Die Gehäusemontage ist relativ einfach. Dafür haben wir zwei Schrauben, die einfach gelöst werden müssen. Dann kann das Gehäuse gelöst werden. Wenn wir das Gehäuse abgenommen haben, finden wir darunter eine Platine. Wir haben einen Kondensator verbaut, einen Lüfter, der drehbar ist. Der hat aber keinen Motor montiert. Aber ich bin sicher, dass viele Bastler da auch auf ihre Kosten kommen und einen entsprechenden kleinen Motor verbauen können. Dann kann man den Lüfter, wenn man möchte, auch motorisch bedienen. Außerdem, was mir sehr gut gefällt, ist der Führerstand. Der ist also komplett nachgebildet. Wir haben den extra für Sie ausgebaut, um einmal richtig zu zeigen. Da kann man die einzelnen Instrumente erkennen und diese auch beleuchten. Sprich, je nach Fahrtrichtung leuchtet dann die Führerstandsseite, die vorwärts fährt. Und so hat der Lokführer immer optimale Sicht auf seine Instrumente. Außerdem haben wir noch eine Führerstandsbeleuchtung, damit man auch richtig reinschauen kann. Und man kann natürlich auch, wenn man jetzt das Analogmodell kauft, die einen Sounddecoder einbauen. Dafür ist extra ein kleiner Platz für vorgesehen. Es gibt natürlich auch mit Sound, also wir haben wieder mehrere Varianten. Eine Wechselstrom-Variante mit Decoder, eine Wechselstrom-Variante mit Sound, eine Gleichstrom-Variante mit Sound, die ich Ihnen jetzt hier vorstelle. Und natürlich die Gleichstrom-Variante in Analog. Wenn man das Modell nachrüstet, muss man schauen, die meisten Lautsprecher, die an Decoder angelötet sind, bei zum Beispiel ESU, sind relativ groß und die werden nicht in die Schallbox, die da verbaut ist, reinpassen. Dafür muss man dann kleinere Lautsprecher nehmen, wie zum Beispiel von Döhler und Haas. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben jetzt wieder eine V100. Viele, viele Hersteller haben schon eine V100 auf den Markt gebracht. Warum sollte man jetzt ausgerechnet eine von Pico kaufen? Zuerst mal muss ich sagen, dass dieses Modell wunderbar gelungen ist von der Detaillierung, genauso wie von der Bedruckung. Wir haben keine, also die Zierstreifen sind wunderbar aufgebracht. Es ist alles deutlich erkennbar. Die Schrift und die Beheimatung, sie ist in BW Hof beheimatet und gehört zur Bahndirektion Nürnberg. Das kann ich so erkennen ohne Brille. Das liegt nicht daran, dass ich gute Augen habe, sondern weil man es einfach wunderbar lesen kann. Das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Lokomotive im Gegensatz zu anderen ist einfach stimmig. Sie hat eine enorm hohe Zugkraft mit den zwei Haftreifen. Wie gesagt, eine sehr gute Detaillierung. Die Laufeigenschaften sind auch wunderbar. Stellwerk KW, bitte. KW, hört.
Jo, die Nordberg-Lok, dann bitte einmal aus 23 an die Tankstelle. Die Wund auf 23 an die Tankstelle, geht los. Jo, danke. Hier halt bitte für Stellwerk KW. Rang 1 hört. Die Rang 1 aus 23 vorziehen, bis an die Maschinen. Jo, und die Rang 1 kommt vor aus 23 bis an die Maschinen. Bitte Vorsicht auf Gleis 2. Es hat Einfahrt, der Einzug aus Altdorf mit anschließender Weiterfahrt nach Thalheim. Türen schließen, Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Neustadt, hier Neustadt. Sie haben Anschluss auf Gleis 3 zu einem Schnellzug nach Hamburg Hauptbahnhof und Gleis 1 zu einem Einzug Richtung Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Baureihe 211. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Lassen Sie Ihnen gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann wünschen wir viel Spaß mit dem Hobby Modellbahn, dem schönsten Hobby der Welt. Musik.